Ja, und herzlich willkommen zurück zu Alarm für Cobra 11, Five at Niles. In diesem Part werden wir erstmal eine Mission machen und dann werden wir wohl den Rest des Parts auf Streif geht. Aber ja, wir werden ja wohl jetzt hoffentlich den Tag 2 abschließen mit unserem Bereitschaftsdienst und dann nehmen wir natürlich unseren neuen Wagen. Semi-Sport. Und los geht's. Lalalala. Und ihr könnt unter den Kommentare schreiben, was ich Let's Playen soll. Ich werde drei Sachen in die Beschreibung reintun und ihr könnt abstimmen, was ich nehmen soll. Das Beste wird natürlich gewählt. Ja. Ich habe nämlich schon ein paar so in Auswahl, aber ich weiß noch nicht, welche ich nehmen soll. Deswegen sollt ihr entscheiden. Ja. Oh, da sind wir ja. So, falsch. So ungewohnt wieder. Immer nur GTA gezockt. Semir, Ben, bitte fahrt sofort zum Hotel, in dem die Konferenz stattfinden wird. Gibt's doch Stress? Ein Unbekannter ist dort gesehen worden, der sich in den Suiten rumgetrieben hat, in denen die wichtigsten Gäste untergebracht werden. Sein Aufenthalt ist gerade unbekannt, aber er muss noch im Gebäude sein. Postiert euch am Eingang und meldet verdächtige Personen. Verstanden. Na doch, geradeaus. Ich wusste nämlich jetzt nicht, wo genau lang. What the? Nein! Mann, der hat so viel Speed. Wo hänge ich fest? Ach, da. Jetzt kann es weitergehen. Ah, jetzt kommt die Abkürzung mal ins Spiel hier. Mann, die Karre hat so viel geilen Speed, ey. What the? Da fahre ich die auch immer am liebsten. Aber eigentlich geht es auch nichts über die alten schönen Dienstwagen von Semi und Ben. Und da geht's. Oh! Und wir jumpen sicherlich hinaus. Jo. Aber nur etwas. So. Wir stehen. Jetzt. Sieh an, die Kollegen sind auch schon da. Dann stehen wir uns auch mal die Reifen platt. Und da kommt jemand, wie es wäre. Aber der kann nicht fahren. Och, verdammt, nee. Schon wieder Brandbomben! Jetzt wird's aber langsam anstrengend. Nein. Ja, oh, wir sind immer zufällig Glück. Da, wo es brennt. Oder auch nicht. Fuß aufs Gas! Wir spielen Feuerwehr! Mal wieder. Wieso müssen wir immer die Feuerwehr spielen? Wir sind doch keine Feuerwehr, wir sind Cops. Ich seh dich. Boah, aber bald nicht mehr. Wenn ich so weiterfahre. Schade, keine Feuererlaubnis. Bam. Und schon haben wir ihn. Kommst nicht weg, Kleiner. Geht auch. Yay, wir haben es geschafft in 43 Sekunden. Das sind ja nicht mal, das sind 3 FPS. Mal sehen, was am Hotel jetzt los ist. Die Brandbomben werden ein schönes Durcheinander veranstaltet haben. So, da stellt sich aber die Frage, ob das dann Zufall war, dass die Autonomen hier aufgekreuzt sind. Du kannst vielleicht Fragen stellen. Oh, ich soll dir mal Gas geben. Tschüss. Ich hab Vorfahrt. Nur 3 FPS, sonst schwankt ganz schön mit meiner. Wow. Scheiße. Fail. Ich hätte mal auf die Schadensliste gucken sollen. Oh. 12 zu viel. Ja, ist gut. Wir wollen weitermachen hier. Ja, jawohl. Mal sehen, was er. Das braucht ihr euch nicht an. Die Brandbomben werden ein schönes Durcheinander veranstaltet haben. So, da stellt sich aber die Frage, ob das dann Zufall war, dass die Autonomen hier aufgekreuzt sind. Du kannst vielleicht Fragen stellen. Das passiert mir nicht immer, aber es muss ja schnell gehen. Nur wegen so einem kleinen Scheiß-Auto.
Ach, erster Fail in diesem Let's Play, aber auch egal. Und die Chefin erwartet uns schon. Darum steht sie ja schon mit ihrer, keine Ahnung, geilen neuen Wagen. Hopp. Sieh mal an, unsere Chefin ist auch vor Ort. Seh mir, Ben, wo waren Sie? Sie sollten sich hier postieren. Bitte, es gab plötzlich einen Anschlag mit Brandbomben. Wir haben gleich die Verfolgung der Täter aufgenommen und hier am Hotel waren noch genug Beamte, die gesichert haben. Sie hätten melden müssen, dass Sie Verfolgung aufnehmen. Ja, das musste alles ganz schnell gehen. Ja, mag sein, aber Sie müssen ja nicht erst eine Telefonzelle suchen, um eine Meldung zu machen. Wir haben die Autonomen gestoppt und wurden dabei sogar verletzt. Bevor der Krankenwagen vor Ort war, haben wir auch was rausgefunden. Dann lassen Sie mal hören. Und ich möchte auch jedes Wort im Bericht nachlesen können. Die Autonomen haben die Brandbomben, Fahrzeuge und den ganzen Kram von jemandem bekommen, der sie für diese Anschläge sogar bezahlt. Und wer? Das wissen wir nicht. Jedenfalls geht bei den Autonomen wohl gerade jemand um, der sie anstachelt und mit Waffen ausrüstet. Aber wozu? Tja, keine Ahnung. Jedenfalls verursacht derjenige damit ein ganz schönes Chaos. Chefin, wurde der Verdächtige gefunden, der sich hier im Hotel herumgetrieben hat? Nein, er konnte nicht gefunden werden. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht. Wir gehen davon aus, dass der Verdächtige entkommen ist. Dazu hat er vermutlich den Moment genutzt, in dem die Bomben hochgegangen sind. Ich habe eben auch gedacht, dass das kein Zufall war. Sie meinen, dass die Brandbomben ein Ablenkungsmanöver waren, damit der Verdächtige unbemerkt entkommen konnte? Wäre doch möglich. Das soll dann bitte auch im Bericht stehen. Mann, die Chefin bummt uns mit Arbeit zu mit Berichten, ey. Ach, egal. Ja, und jetzt gehen wir mal in die Streife. Wir nehmen die Autobahn und dafür den Semi-Sport und ich kann keine anderen Fahrzeuge auswählen, Mann. Und laden, laden, laden. Ja, ich will nämlich gucken, ob ich schon ein paar Autos kriege für den, hier, Autohändler oder was hast du für ein typisches Autoschmuggler. Und ich werde wohl erstmal einen Cut machen, wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich schon wieder mit der sah schon. Der Streifen war, Streife, ja. Hey Jungs, unser nächstes Sportwagenturnier scheint dieses Mal ein richtiges Mega-Event zu werden. Das ist klasse für den Club. Nur leider gibt es da für euch einen Haken. Lass mich raten, es haben sich nur Motorradfahrer angemeldet. Haha, Komiker um jeden Preis, was? Andere machen ein Jodeldiplom und ich habe eben ein Witzzertifikat. Aber los, erklär uns mal den Haken an dem Mega-Event. Seemann hört mit. Wir haben so viele Anmeldungen für die Rennen bekommen, dass nicht alle mitfahren können. Das ist nicht dein Ernst, oder? Hey, ich habe die ganze Nacht an meiner Karre geschraubt. Mal langsam. Es gibt eine Lösung. Wir veranstalten jetzt ein kleines Rennen hier im Club, bei dem die neuesten Mitglieder um die letzten Turnierstartplätze fahren können. Okay, dann sehen wir uns an der Strecke. Na also, ein guter Fahrer nimmt jede Herausforderung an. Bis gleich. Hey Semi, du hast am Wagen geschraubt? Du kannst doch Diesel nicht mal von Super unterscheiden. Das ist doch Blödsinn, Mensch. Naja, gut, ich hatte ein bisschen Hilfe von Hartmut, aber nur ganz wenig. Nein. So, jetzt warten wir etwas. Meistens kommen sie hier lang gefahren und ja, hier ist ein guter Punkt. Schickes Auto. Ja, wir räumen glaube ich schon wieder. Lo, es geht hier auch geil. Wie konnte man hier. Das war Nitro. Ah, so ging das. Wo bleiben sie denn? Und ich merke gerade, ich habe so kleine Bugs mit meinem Sound. Na, da kommt schon der erste. Och nee, nicht gleich so einer. Wieso beschleunigt der nicht? Lol. Ich glaube, ich habe gerade meine Kupplung so im Arsch gemacht. Toll. Kupplung ist im Arsch.
fünfter Gang und ich komme nicht ran. Wow, zu weit. Ich wusste es, das kommt, weil ich das scheiß Getriebe geschrottet habe. Ah, klasse, neuer Versuch. Und diesmal werden wir etwas rumfahren. Aber eigentlich, wo ich stehe, ist eigentlich immer mein Stammplatz, aber. Hey Jungs, unser nächstes Sportwagenturnier. Dumm ich auch. Bam. Hey Jungs, unser nächstes. Jungs, unser nächstes Sportwagenturnier scheint dieses Mal ein richtiges Mega-Event zu werden. Das ist klasse für den Club. Nur leider gibt es da für euch einen Haken. Lass mich raten, es haben sich nur Motorradfahrer angemeldet. Komiker um jeden Preis, was? Andere machen ein Jodeldiplom und ich habe eben ein Witzzertifikat. Aber los, erklär uns mal den Haken an dem Mega-Event. Seemann hört mit. Wir haben so viele Anmeldungen für die Rennen bekommen, dass nicht alle mitfahren können. Das ist nicht dein Ernst, oder? Hey, ich habe die ganze Nacht an meiner Karre geschraubt. Mal langsam. Es gibt eine Lösung. Wir veranstalten jetzt ein kleines Rennen hier im Club, bei dem die neuesten Mitglieder um die letzten Turnierstartplätze fahren können. Okay, dann sehen wir uns an der Strecke. Na also, ein guter Fahrer nimmt jede Herausforderung an. Bis gleich. Hey Semi, du hast am Wagen geschraubt? Du kannst doch Diesel nicht mal von Super unterscheiden. Das ist doch Blödsinn, Mensch. Naja, gut, ich hatte ein bisschen Hilfe von Hartmut, aber nur ganz wenig. Und nein. Zum, keine Ahnung, vierten Mal. Hey Jungs, unser nächstes Sportwagenturnier scheint dieses Mal ein richtiges Mega-Event zu werden. Das. Meine Fresse. Ich höre ihn, aber nein, wir wollen ihn nicht beschatten. Tschüss. Hey Jungs! Und Alter. Mann, ne Güte. Hey Jungs! Alter, unser nächster Sport. Nicht witzig. Kann es hier bald noch mal einer langkommen? Hey Jungs, unser nächstes Sportwagenturnier scheint dieses Mal ein richtiges Mega-Event zu werden. Das ist klasse für den Club. Mann. Ja. Nein. Der Grand Sport, den schalten wir auch noch frei. Vielleicht. Hey Jungs, unser. Nein. Na gut, auf Karte blupschen. Wie kann ich noch bewegen? Ach so. Klar, ich fahre den einen da mal entgegen. Hey Jungs, unser. Dumm ich auch. Hey Jungs, unser nächstes Sportwagenturnier scheint dieses Mal ein richtiges Mega-Event zu werden. Das ist klasse für den Club. Nur leid. Ja, in Ordnung. Meine Güte. Na dann mal los, direkt zum Club. Gut, dass wir die Wagen dort schon abgestellt haben. Also ich hoffe doch wohl, dass du sie in Grund und Boden fährst, oder? Machst du Witze? Also seit ich bei dieser Einheit bin, habe ich schon so viele Rennen gefahren, dass man fast denken könnte, Cobra 11 seine Rennserie. Vergiss du nur nicht, dass du nachher auch gewinnen musst. Also eine leichte Übung. Wer es nach Dienstschluss in der Rush-Hour pünktlich nach Hause schafft, der hat doch mit so einem Rennen kein Problem. Na dann? Oh, nicht schon wieder. Bam, Squid Scream. Gib mir mein Vorderrad wieder. Ich kann so nicht fahren. Danke. Hm.
Nichts passiert. Ich hoffe, das ist jetzt nur ein Rennen, wegen ich habe eigentlich nur eine 15 Minuten geplant und das wird jetzt wohl etwas länger sein, aber auch egal. Hat schon einer jemand gesehen, der aus. Nicht außer. Hat schon einer gesehen, der auf der Auto. Auf eine Landstraße 300 fährt? Jetzt habt ihr es gesehen. Schöne Gegner weggehauen. Hallo Bastian, hallo Seemann. Es geht gleich los. Serena. Es sind zwei Qualifikationsrennen. Du, Bastian, bist gleich im ersten dabei. Ups. Seemann fährt das zweite mit. Okay. Nichts passiert, nur ich habe ein Auto mitgenommen. Oh, wir haben das weiße Auto. Also haben wir als erstes Seemir gefahren. Lala, und wie immer sind wir als erstes letzter. Das kommt ja noch. Schon ziehen wir den ersten vorbei. Ja, moin. Ordnen uns hier ein. Hauen ihn weg. Gehen hier rüber. Und sind. Irgendwas. Fünfter mal wieder. Ich habe keinen Bock hier vorbeizugehen. Gehe ich halt so vorbei. Geklappt. Und schon bin ich Dritter. An dem bringe ich auch noch vorbei. Und schon bremse ich es aus und bin Erster. Von drei Runden. Klasse. Ich kürze immer so gerne ab. Ist aber auch gefährlich. Aber egal. Und ich weiß, ich kann nicht sehen, ja nichts, deswegen höre ich jetzt auf damit. Ja. Lala. Und bremsen. Und etwas übers Grüne rüber. Und ab geht's zum Richtung Ziel. Leider habe ich meine Scheiß-Dings hier nicht an, meinen Rückspiegel. Werde ich in den nächsten Einstellungen mal machen. Erste Runde rum. Noch zwei Stück. Ja, sorry, wenn ich so ruhig bin, aber ich muss mich gerade etwas konzentrieren, aber egal. Ja, das Video wird es wohl irgendwie übermorgen oder so geben und dann COD, was ich auch noch gleich aufnehmen werde, wohl am Freitag oder Samstag, mal sehen. Heute versuche ich noch ein kleines Gameplay hochzuladen und ja. Und die nächste Runde absolviert gleich. Ich will...